Hallo. Wir sind heute in Goldbach zum GCC. Ich war heute schon den ganzen Tag da, fast einen halben Tag. Wollte eigentlich Gäste mitfahren. Das hat nicht geklappt. Aus verschiedenen Gründen. Nee, eigentlich aus dem Grund, dass ich einfach, ich hatte zu spät bezahlt und da wollten sie mich halt nicht mehr zulassen. Ich hoffe mal, dass mein Geld jetzt noch kommt, also mein Geld wieder zurückkommt, was ich bezahlt habe für die Nennung. Ja, ist gut, gut. Weil fahren durfte ich auf keinen Fall. Du hast zu spät bezahlt. Wurde viel lamentiert in der Hinsicht. Ja. Auf alle Fälle sind wir jetzt hier in Goldbach. Wir laufen gerade Strecke ab, es ist jetzt schon abends und ich fahre morgen Sport 1. Wollte heute eigentlich Gäste fahren und wollte da mal gucken, wie die Strecke aussieht. Konnte ich aber nicht. Sind jetzt quasi am Strecke ablaufen, dass ich mal wenigstens eine Runde hier gelaufen bin, weil ich war noch nie hier. Ja, dann werden wir mal sehen, wie das morgen so läuft. Ja, könnte ich ja mal noch die Filmaufnahmen des Tages jetzt reinschneiden. Wir können doch mal. Mit flotter Musik, wir haben doch heute schon ein bisschen was. Haben wir heute schon ein bisschen was gefilmt? Ein bisschen was Dummes habe ich heute. Also technisch und so habe ich gefilmt, aber da gab es ja danach keinen Anschluss quasi. So gut kann ich das nicht wieder. Ein Panama! Wir haben ja übelst Panama. Strecke ist eigentlich. Eigentlich schön. Geil. Aber also, der, wie sagt man? Das Layout. Das Layout nennt man das. Ja, aber. Wie die Strecke liegt, meinst du? Ja, das Layout schon. Aber es ist halt einfach wellig. Wie sagt man das topografisch? Irgendwas mit G hieß das. Wie sagt man das? Geografie. Relief! Ja, das ist aber nichts mit G. Nee, ist nichts mit G, aber es gibt. Na klar, das Relief hier, wie das hier so gebaut ist. Guck mal hier, überall sind hier Apfelbäume teilweise. Hier unten waren wir schon. Waldsektion, ja, der Hauptschlupf. Ja, so ein bisschen Wald teilweise. Es geht auf alle Fälle immer mal richtig in die Senke rein und wieder raus. Schauen wir mal, was das wird. Ja, YouTube. Ja. Fire Racing! Nee, MYR! So, ja. Da geht's dann auch hoch. Ja. Kann ich nicht sehen. Ciao! Wir haben hier einen Spurführhund mit. Ja. Der das ist dein Blindenhund. Das ist dein Betreuer. Der tut hier Markierungen setzen, wo ich bremsen muss. Und wo die nächste Kurve kommt. Und dann zeigt er mir die Top-Spur. Das ist doch nur, wenn du da ankommst, dass das komplett ein Balken nur noch geht. Und da denke ich mir nicht, ja, du kannst doch die Vierer stecken lassen hier. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Auf drüben. Was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Da wird das dann nicht auswendig, gerade wird nochmal gelobt. Können wir dann noch einen Kopfstand machen? Ja, du kannst gerne einen machen, ich würde das aus Vorerkrankungsgründen auslassen. Was war denn da verrückt? Der war kaputt. Nochmal erklären? Nee. Halt mich! Ich sag, du Maus nicht, komm! Ja? Ui. Ja, erst rein! M frei! Ja, du kannst mit Dreisport anfangen! Nee, ja! Mitte und dann noch rechts rüber. Nee! Springen. Sehen wir aus wie Quadfahrer? Quad! Nee, siehst du? Nee! Quad? Nein! Das ist halt eine schöne Schmierschicht oben drauf, um mal so zu sagen. Ist wohl glatt oder was? Ist wohl glatt, aber ich denke, unten drunter ist Werksbedingt. Unten drunter Stop. Ja, unten drunter Stop. Na, dann warten wir bis unten drunter freigefahren. Na eben, wir warten am Start eine Runde ab. Ja, mit 2-3 Runden, dann sind wir dabei. Eben. Ich denke, erstmal wird es noch ein bisschen eklig werden. Sehr, sehr schlammig. Vorherige. Und rutschig. Habe ich aber schon getestet. Hast du ja ausprobiert. Rutscht ist ja. Ja, es ist so. Sonst denke ich, wird noch ein geil. Ich denke, es wird sogar hinten aus ganz schön stauben, vermutlich. Ich denke, es fährt sich relativ schnell trocken. Ja, denke ich auch. Und schöne Wellen sind jetzt schon. Ja.
Ja, müssen dann nur 2 Stunden. Also ich nicht, du. Ja, gut. Jetzt erstmal noch was, ne? Ja, wir laufen jetzt wieder zurück und dann sehen wir uns eigentlich morgen wieder, oder was? Ja. Ciao. Guten Morgen. Warte. Ah, halb Ense. Aber guten Morgen. Geht gleich los? Geht gleich los. Aber eine halbe Stunde. War ja schon die Nummern aufgeklebt. Ja. Ja, wir haben gerade noch ein bisschen geguckt, die gefahren sind jetzt gerade. Du alles soweit fertig. Ja, ich muss mich dann noch anziehen, wenn es soweit ist. Noch mal ein Stück. Jetzt ist noch irgendeine Fahrerpräsentation oder irgendwas. Und dann geht es dann irgendwann mal los. Ist das mal regnet das jetzt? Ja. Ich glaube doch, das regnet. Bisschen tropft es. Bisschen tropft es. Aber das tut vielleicht der Strecke gar nicht so schlecht, wenn es nochmal ein bisschen regnet. Tut gut. Tut gut, ha? Und nur generell tut es gut. Ja, das tut immer gut regnen. Danke, ist gut. Naja, ja, gucken wir mal. Ja. Direkt weiter mit Platz 2, der geht an die Startnummer 127 im YR Racing, Arvid Meyer. Und der Tagessieg geht an die Startnummer 126, Finkmotor als Gerlingen, Julius Leiner. Tobias Werther, Finn auf Arvid Meyer und Julius Leiner. Oh, Arvid, was darf bei jedem guten Video nicht fehlen? Schöner Gasthof. Eine Einkerbung. Gucken wir mal, aber kann es noch nicht erkennen. Ich gehe jetzt in die Gondola. So, Arvid, wir haben jetzt den Hausbauer. Ja, so, stinkt. Sieht angemessen. Ich hab Schnitzel. Hey, sag mal, was machst du hier als Kindererkundung? Frei Haus. Was ist denn jetzt? Hast du irgendwas gerochen? Mal einen Rückwärtsgang nach hier. So schöne Schnitzel, da würde ich aber Urwelt haben, du. So, meine Freunde. Wir waren jetzt gerade fein schlemmen. Und ja,
beenden damit den Tag oder das Wochenende eher gesagt. War schön. Die Strecke war echt ausgepumpt, also die war nicht schön zu fahren. Ich bin Zweiter geworden in meiner Klasse. Ja. Was gibt es noch mehr zu sagen? Ne? Ganz heiß habe ich kein Auto. Wenn wir hier sehen wollen, ist ja komplett was los. Ja, auf alle Fälle, wir begeben uns jetzt nach Hause und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wo das im nächsten Video hingeht, das steht schon hier dran. Wir fahren quasi das Teil hin. Wir sind schon dort. Nähe. Wir sind der Ersten. Aber wir können jetzt schon mal hinfahren, wir wären der Ersten, genau. Ah, eben. Es geht nämlich nach Gefräß im nächsten Video, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, wir machen es heim. Liken, deinen Abonnieren nicht vergessen. Und einen Kommentar schreiben. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ne? Ciao.